mit unserem Shi'ur. Unser Shi'ur heute dreht sich um eine Passage in unserem Sidur, die entnommen ist aus der Tfila vom Freitagabend. Ja, also wir haben vor ein paar Wochen begonnen mit Yedid Nefesh. Wir haben uns gewidmet Lechadodi. Wir haben schon einiges gemacht, das zu Tfila gehört, aber es ist nicht das Herz der Tfila. Es sind wunderbare Dinge, die uns helfen, uns richtig einzustimmen in die Tfila vom Freitagabend und um uns wirklich, um uns diesen Übergang, diesen unheimlich wunderbaren, eigentlich ein Übergang aus einer Welt in die andere Welt, möglichst optimal zu ermöglichen, ja. Und das ist eigentlich Zweck, und also wir machen das mit Gesang und wir machen das mit wunderbaren Texten, die, wenn wir sie verstehen, dann haben sie bestimmt eine Einwirkung auf uns. Hier ein Argument gegen unseren Shi'ur an der Wurzel. Auch wenn wir es nicht verstehen, die Melodie alleine hat eine ganz, ganz entscheidende Wirkung auf unsere Seele und stimmt uns bestimmt ein zu Shabbat, ob wir wollen oder nicht. Man kommt rein in die Synagoge, man hört den Chazan oder auch wenn es kein Chazan ist, den Vorbeter mit seinen wunderbaren Melodien, die sind traditionell in allen Gemeinden ein bisschen anders wieder. Ja? Wir haben bei den Sfaradim, bei denen von dem mehr orientalischen Ursprung, haben wir dieses Lechu neranen alashem nariale zur Yishenu. Ja, das hört sich wieder ein bisschen anders an als bei uns, wo es heißen kann, zum Beispiel Lechu neranen alashem nariale zur Yishenu und so weiter und so weiter. Aber das Gemeinsame an allen Melodien ist, dass sie uns einstimmen in den Shabbat. Aber ganz bestimmt, wenn wir auch den Inhalt zusätzlich zur Melodie verstehen, gar kein Zweifel, unsere, sagen wir mal, die Effizienz der Einstimmung verdoppelt sich, vervielfacht sich. Und deshalb sitzen wir hier zusammen einmal in der Woche, am Donnerstagabend, mit Bild, ohne Bild, aber wir lernen den Inhalt des Sidurs, das mit uns auf Ivrit spricht. Oder das alleine Ivrit spricht. Okay? Dann möchte ich nur ein kurzes Feedback von Ihnen. Haben Sie bis hier alles mitbekommen? Nicken Sie einfach. Fantastisch. Ja. Super. Ja. Die Frau Schert ist nämlich immer bei mir auf dem Bildschirm und auch die Frau Hug. Und das finde ich wunderbar. Und das müsst ihr auch in Kauf nehmen, wenn ihr irgendwie plötzlich etwas machen wollt. Ihr müsst daran denken, dass ich euch sehe, auch wenn ihr mich nicht. Okay, also gut. Immer schön lächeln. Okay, in dem Fall haben wir jetzt also folgendes Phänomen. Eigentlich hat es am Shabbat 4 Tfilot. Wenn ich unsere 13 Vorträge nun durch 4 teile, bekomme ich 3 1/4. Ich müsste also schon lange mich mit der Tfila vom Tag besprechen. Ich habe eine besondere Schwäche für die Abendtfila und deshalb sind wir immer noch dort. Aber andererseits übertreiben kann man nicht. Heute muss ich also dieses Thema der Abendtfila beenden, dass wir das nächste Mal dann auf den Morgen überschreiten. Jetzt ist nun so, die ganze Tfila zu lernen, das wäre beinahe nicht realistisch. Und nein, das ist nicht realistisch. Absolut nicht realistisch. Eindeutig nicht zu machen. Okay, gut. Aber was ja zu machen ist, das ist, dass wir jetzt heute Abend einen Trick machen. Ein Trick. Wir umgehen das jetzt. Und ich will Ihnen erklären, was ich vorhabe. Und danach werden wir auch etwas Wunderschönes hören. Okay. Schauen Sie, es gibt einen Text. Ich will mal versuchen, ihn jetzt hier mit meinem Bild auszuwechseln. Mal schauen, ob das geht. Ah nein, das geht nicht. Irgendwie hat mir die Anna die Router nicht in die Hand gegeben, also kann ich im Moment nichts tun. Soll ich das Video jetzt abspielen oder später? Nein, noch nicht. Ich möchte nur mal den Text von Maginavot runterbringen und ich kann das nicht machen. Ich bin scheinbar nicht. Ah, jetzt wird es gehen.
Okay, danke, danke, danke. Okay, Sie haben jetzt alle einen Text bekommen, sowohl auf Ivrit als auch auf Deutsch. Ist jetzt ein bisschen klein geworden, aber Sie haben ja Brille, da können Sie das gut sehen. Und dieser Text, den ich fotokopiert habe, aus dem wunderbaren Sidur Schmakolenu, das Sie vielleicht selber auch besitzen, können Sie dort schauen. Die Seitenzahl, wie Sie hier sehen, 257, 256, beziehungsweise umgekehrt. Hier sind wir schon am Ende des Abendgebets von Freitagabend. Müssen wir der Gerechtigkeit halber müssen wir sagen, das Gebet ist in drei Teile aufgeteilt. Wir haben die sogenannte Kabbalat Shabbat, um die wir schon gesprochen haben. Das sind die Kapitel, ich glaube, 95 bis 99 aus Tehillim bis Lachadudi. Und dann ein weiteres Kapitel nach Lachadudi. Über das Lachadudi haben wir gesprochen, über die Kapitel eigentlich nicht. Dann kommt das übliche Schma Israel mit seinen Segenssprüchen vorher und nachher, je zwei an der Zahl. Und dann kommt die Tfilat Amida. Und ich gebe mir Mühe, sie zu nennen Amida. Amida heißt auf Deutsch stehen. Also das Stehengebet, weil wir da stehen. Beim Rest können wir mehr oder weniger sitzen. Und hier stehen wir, stehen Gott gegenüber. Das ist der Höhepunkt der Tfilat. Nun, warum sage ich lieber Tfilat Amida? Und ich sage nicht, was im Wortmunde üblich ist, wie die Leute das so sagen, die Schmonesre. Die Schmonesre, so nennt man das in der Schweiz und wahrscheinlich auch in Deutschland und Österreich. Die Schmonesre, das sind natürlich die Worte Schmonesre, also 18. Die 18. Ja, warum 18? Weil eigentlich ursprünglich waren von unseren großen, von den Männern der großen Synode, Anshei Knesset HaGdolah, wurde bestimmt, dass man 18 Segenssprüche spricht in dieser Amida. Nun inzwischen sind es 19, das ist das erste Kosmetische, was man dazu wissen muss. Und das zweite ist, nur wochentags sind es wirklich 19. Also nur wochentags kann dieser Name Schmonesre annähernd richtig sein. Oder es auch dann nicht ist. Am Schabbat stimmt es dann schon gar nicht mehr. Weil am Schabbat sagen wir im Ganzen nur 7 Brachot, 7 Segenssprüche im Rahmen dieser Amida. Die drei ersten bleiben genau die gleichen wie wochentags. Die drei letzten bleiben genau dieselben wie wochentags. Nur die mittlere, die ändert sich und die mittlere ist dann die Bracha, die eigentlich die Essenz vom Message von Shabbat ausdrückt. Okay? Und wir werden über diese mittlere Bracha sprechen, wenn wir über die Tfilah sprechen, über die Amida vom Morgen. Hingegen, bis es soweit ist, heute Abend, wie gesagt, ein Trick, nämlich wir haben hier eine Tfilah vor uns, wie Sie es hier sehen können, die heißt Bracha Ahat Me'ein Shalosh. Me'ein Sheva. Eine Bracha, ein Segensspruch, wie 7. Also ein Segensspruch, der 7 Segenssprüche zusammenfasst. Und das will ich mit Ihnen anschauen. Weil das ist ein interessantes Phänomen, das es eigentlich normalerweise nicht gibt. Beim Abendgebet, sagen wir vielleicht noch eine kleine Einleitung. Die Tfilat Amida ist die zentrale Tfilah überhaupt. Wenn die mündliche Überlieferung von Tfilah spricht, in der Regel, dann meint sie die Tfilat Amida. Das ist die Tfilah par excellence. Okay? Das ist die Tfilah par excellence. Und deshalb heißt sie Tfilah im Allgemeinen. Nur Frau Scherz, bei Ihnen klingelt das Telefon. Wir haben das jetzt alle gehört. Müssen Sie nur das Mikrofon ausmachen und dann sind wir nicht Teil von Ihrem Privaterlebnis. Ist okay.
Das macht unseren Shiur so, so lebensnah. Das ist gut. Auf jeden Fall, normalerweise wird diese Tfila wiederholt, wenn wir sie in der Synagoge vollbringen, durch den Vorbeter. Wir sagen sie zuerst leise und dann sagt der Vorbeter sie laut. Und die Gemeinde antwortet auf jeden Segensspruch Amen. Das gilt für die Tfila von morgen und für die Tfila vom Nachmittag, Mincha. Das gilt nicht für die Tfila vom Abend. Weil am Abend, es hat verschiedene Gründe, warum am Abend nicht. Ist die Tfila vom Abend überhaupt Pflicht oder ist sie vielleicht freiwillig? Darüber wird diskutiert. Auf jeden Fall am Abend wollen die Leute schon nach Hause und haben weniger Geduld für eine Wiederholung. Auf jeden Fall am Abend nicht. Nur am Schabbat, am Freitagabend, wird die Tfila vom Abend wiederholt. Aber nicht Wort für Wort, wie es bei den Wiederholungen sonst üblich ist, sondern in einer Zusammenfassung. Ein Resümee, wie man so schön auf Französisch sagt, und das wird auch in der deutschen Sprache gebraucht. Okay. Und dieses Resümee haben wir hier vor uns. Sie können sich fragen, warum? Warum? Die Antwort ist ziemlich einfach. Es war ein Anliegen unserer Weisen, zu verhindern, dass es geschieht, dass ein Betender nach dem Gebet alleine nach Hause geht. Es ist schon dunkel, es gibt viele Gebetshäuser, die in den weiten Feldern waren und so ebenso einsam standen, auf weiter Flur, wie man so schön sagt auf Deutsch, ferner Flur. Und es galt zu verhindern, dass Leute alleine nach Hause gehen. Denn das ist gefährlich. Man soll nicht nachts alleine nach Hause gehen. Und deshalb wurden gewisse Dinge in der Tfila eingeführt, um zu ermöglichen, dass die zu spät gekommen sind, dann irgendwie so Puffzonen haben, in denen sie aufholen können und damit allen zusammen nach Hause gehen. Das ist der offizielle Grund. Ich nehme an, es gibt tiefere Gründe, aber das ist nicht unser Issue. Nun möchte ich mit Ihnen gerne diese Passage hier, die vor uns ist, anschauen. Möchte jetzt aber die Anna bitten, zuerst mal ein Lied uns hören zu lassen. Und zwar, ich muss, Anna, wenn du mich hörst, ich würde gerne jetzt das hören. Herr Rabbiner, darf ich eine Frage zu stellen? Ja, bitte, dafür sind wir ja da. Diese Wiederholung von der Schmone Esther am Freitagabend, wenn ich jetzt, sagen wir angenommen, ich komme zu spät zur Tefila und komme zu dem Beginn der Wiederholung. Wenn ich die Wiederholung sozusagen gehört habe, habe ich damit die Pflicht von Abendgebet erfüllt? Okay, eine gute Frage. Eine gute Frage. Hier müssen wir, also erstens mal, Ihr Name ist Chaim, Ihr Vorname. Habe ich recht? Ja. Okay, ich richtig, gut. Und Sie haben die Kamera nicht eingeschaltet, deshalb sehe ich nicht. Hat nichts mit meinem Laptop zu tun. Ja, macht nichts, wir haben beide dasselbe Problem. Übrigens, das Merkwürdige ist wirklich, dass ich mich selber sehe, das heißt, irgendwie funktioniert die Kamera schon. Aber irgendwie bringen wir es nicht fertig, das bei Ihnen rüberzubringen. Das muss man wirklich diese Woche mal untersuchen. Okay, ich hoffe, nächste Woche ist okay. Gut, ist nur schade, weil ich mich so schön angezogen habe und die Frisur und alles, den Bart, alles habe ich speziell für Sie alles so schön gemacht und alles war vergeblich. Nun gut, okay. Auf jeden Fall, Ihre Frage ist eine halachische Frage. Und auf solche Fragen muss ich mich schon besser vorbereiten. Das kann ich Ihnen also nicht mit klarem Ja oder Nein beantworten. Ich kann nur Folgendes sagen. Wenn die Situation eine Situation ist, in der keine andere Wahl ist, das heißt, Sie können dort nicht bleiben, nachdem dieses Gebet beendet ist, weil Sie auf keinen Fall alleine von dort nach Hause gehen können, dürfen, sollen, ja, beispielsweise Paris, sehr gefährlich im Moment, ja, oder alles Mögliche. Oder weil dort ein Schamasch ist,
ein sogenannter Schames, der erbarmungslos die Synagoge abschließt, sobald das Gebet fertig ist und keiner bleibt dort, wer dort bleiben will, kann dann nicht raus bis zum nächsten Tag, dann würde ich Ihnen effektiv vorschlagen, wenn Sie gerade so reinkommen und zur Wiederholung gut zuzuhören, mit Inbrunst mitzudenken, was der Hasan hier sagt und zu hoffen, dass der Hasan auch die richtige Inbrunst hat, dass er auch Sie einschließt in seine Wiederholung. Und dann würde ich meinen, der erbarmungsvolle Gott wird dieses Gebet als Amida annehmen. Aber wenn, ja, bitte. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat man ja diese Wiederholung von der Amida jetzt, was weiß ich, an einem normalen Tag. Oder überhaupt die Wiederholung der Amida, habe ich verstanden, wäre dafür, dass es halt viele Leute gegeben hat und vielleicht auch heute noch gibt, die des Hebräischen nicht mächtig sind, sodass, wenn sie sie hören, die Amida und Amen sagen darauf, dass sie damit ihre Pflicht vom Gebet erfüllt haben. Meine Frage ist diese verkürzte Amida, die ja, wie Sie gesagt haben, nicht derselbe Text ist wie den, der davor still gebetet wird am Freitagabend, ob dieses dieselbe Wirkung hat. Ja, ich verstehe. Meiner bescheidenen Meinung nach kann ich hier eindeutig antworten, ja. Vielen Dank. Gut, okay. Und nun wieder zurückkommen zu Anna. Anna, hörst du uns? Natürlich, ich sehe und höre alle. Wirklich? Außer mich? Okay. Also ich bin hier die Ausnahme, das ist wirklich unglaublich. Anna, ich habe da einige Adressen geschickt, Linkadressen für einige wunderbare Töne, die ich hier hören lassen möchte. Ich habe große Freude an dieser Melodie von Uzi Hitman. Ich habe da nach dem ersten Mail noch zwei Mails geschickt. Ich glaube, das letzte ist das Beste, das letzte Mail, das ich geschickt habe. Ich möchte aber, bevor du es hast, Anna, und ablaufen lässt, möchte ich, übrigens dort steht S-A-N-A, aber das ist eigentlich Magena-Wort. Ich möchte zuerst noch ein paar Worte sagen. Erstens zu dem Mann, der das singt. Ja, das mache ich in der Regel nicht so sehr, aber ich möchte Sie gerne teilnehmen lassen an einem wirklich ganz besonderen Phänomen. Wir leben ja hier in Israel, wie Sie wissen, und wir haben in Israel eigentlich zusätzlich zu den wunderbaren Erscheinungen von der Rückkehr des jüdischen Volkes ins Heilige Land, haben wir auch wirklich eine neue Gesellschaft hier. Eine Gesellschaft, die den Weg sucht, die alte Tradition zu verbinden mit der Moderne. Und eins von diesen Vertretern heißt Uzi Hitman. Dieser Mann ist leider nicht mehr am Leben. Ich beginne gerade mit dem. Er ist sehr jung, mit 52 Jahren schon gestorben, 2004. Er ist geboren 1952 und 2004 gestorben. Wir waren alle sehr, sehr traurig bis heute, weil er ein Mann war mit einem ganz besonderen Charme und mit viel, viel Feingefühl, gerade für Kinder und auch mit einer ausgesprochenen, ich würde sagen, wirklich ausgesprochen tiefen Verbindung mit der Tradition. Sein Vater war Hasan, seine Großeltern sind, seine Eltern waren, haben die Shoah überlebt. Sein Vater war Hasan und er hat das Musikalische und die Verbindung mit der Tradition geerbt, ist aber selber nicht unbedingt religiös gewesen, hat aber einige Motive hereingebracht. Vielleicht kennen Sie das Lied Adon Olam Asher Malach. Das ist Uzi Hitman zum Beispiel. Okay? Damit hat er das ganze jüdische Volk, und ich sehe auch über die Grenzen vom jüdischen Volk heraus, erobert, die Herzen aller erobert. Heute möchte ich Ihnen von ihm ein Stück abspielen lassen.
Sie sehen vor sich eigentlich drei Passagen. Drei Passagen. Die erste Passage beginnt mit Baruch. Die zweite Passage beginnt mit Magen. Und die dritte Passage beginnt mit Eloheinu. Das Ganze öffnet mit Baruch Ata. Okay, ich sehe, es kommt schon rein. Wir hören die mittlere Passage, das Magen, Avot, hören wir jetzt von Uzi Chitman. Und diese Passage werden wir behandeln. Ja, ist okay. Wir können es gerne hören jetzt. Ich hoffe, alle werden es hören. Bitte, Anna. Ich schaue es. Kommt was. Okay. Dank. Ich habe gehört, vielen Dank, ja. Es hat Ihnen gefallen. Ja. Okay. Schauen Sie, für mich ist auch sehr, sehr, ich möchte sagen, sehr bewegend. Erstens mal wegen der großen Sympathie für diesen Mann, Uzi Chitman. Und zweitens auch, weil er es so wunderbar hingebracht hat, wiederzugeben, was wirklich am Freitagabend in der Synagoge läuft. Ich nehme an, also gut, jetzt nicht in den sardischen, aber in allen aschkenasischen Synagogen wird es so gemacht. Je nachdem, ob Sie an einem Ort beten, an dem die Leute, sagen wir mal, mehr involviert sind, oder an einem Ort, an dem die Leute weniger involviert sind.
da wo die Leute weniger involviert sind, werden sie vor allem den Chazan hören. Da wo die Leute im sind, werden sie einen Chor von Menschen hören. Einfach das ganze Bet Knesset singt das zusammen. Genau in der Melodie, wie wir es jetzt gehört haben. Also etwa so. Magen Avot Bidbaro Mechaye Meitim Bemamaro El HaKadosh Shein Kamohu und so weiter. Nun, was sagen wir hier eigentlich? Wiederum, wir können uns damit zufrieden geben, entweder einfach zu sagen, okay, gut, wir haben ja die deutsche Übersetzung, lesen wir das mal durch. Aber das hat immer das Minus. Wenn ich mich auf die deutsche Übersetzung konzentriere, dann bin ich ja nicht im Text dabei. Das zweite ist, die Übersetzung ist eine Übersetzung und nie kommt die deutsche Sprache in allen Ehren an das heran, was auf Ivrit gesagt wird. Und drittens, Ivrit ist das Lashon HaKodesh, die heilige Sprache, und an uns ist es nun ein bisschen zu analysieren, was wir hier eigentlich haben. Okay. Jetzt habe ich das Ganze noch ein bisschen kleiner gemacht. Sorry. Okay, schauen Sie mal. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hatte mal eine Möglichkeit, das Ganze größer zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Also lassen wir das lieber so, wie es ist. Ein bisschen klein, aber hier eventuell. Moment, ich versuche mal was. Geht nicht. Okay, macht nichts. Gut. Man geht also auf View und dann... kann man das entweder einzoomen oder auszoomen? Es tut ein Zoom, ich sehe ja, Outzoom. Links oben Outzoom. Die Leiste, da gibt es View und dann Zoom in oder Zoom out. Ja, ich habe gesehen, ich habe das Zoom in, Zoom out. Aber ich habe ein bisschen Angst. Ah, jetzt sehe ich schon. Ui, das ist viel zu groß, okay. Aber ich glaube, damit ihr es seht, was ich hier zusammen mache, ich glaube dafür, muss ich da noch irgendetwas machen? Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich habe es bei mir groß gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch größer geworden ist. Nee, ja, dann lassen wir es so, wie es jetzt ist. Sie sehen immer noch dasselbe. Ja, da muss ich das wieder rückgängig machen, sonst ist es nicht gut. Sorry. Da muss man. Ja, wir haben noch einiges zu lernen. Das ist gut. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt bin ich ehrlich nicht, ich habe da jetzt ein Mist gebaut. Ich habe eine gute Idee. Lassen wir uns hat sich nicht verändert. Wir können alles einwandfrei sehen. Ja, aber bei mir, und das Problem ist, ich kann nicht mehr zurück. Das Problem ist, dass wenn ich jetzt, ich mache jetzt lieber was anderes. Ich gehe jetzt zur Tafel und ich mache jetzt schwere Arbeit. Ich schreibe einfach selber, was hier steht. Was sagen Sie dazu? Hat sich doch bisher immer bewährt. Nur mal schauen, wo meine Tafel ist. Sekunde, die ist mir jetzt auch noch nicht da. Sekunde. Die Tafel, die kriegen wir gleich. Ich denke, Sie klicken einfach das New Whiteboard an. Das ist mitten oben, so ein kleines Plus. Das ist eine neue Erfindung, stimmt. Wow. Wunderbar. Jetzt habe ich eine Tafel, jetzt kann ich schreiben. Wirklich? Wie schreibt man da? Das weiß ich noch nicht. Einfach mit diesem Schreiber hier oben vielleicht. Ja. Haben Sie alle eine weiße Tafel jetzt vor sich? Ja, das Problem ist, haben wir. Wie schreibt man denn da? Ich gehe lieber auf meine alte Methode zurück, sorry. Ich muss einen Kurs nehmen. Eindeutig. Ja, die Technik immer. Die spielt uns einen Streich. Anna, du musst mich einladen zu einem Kurs. Sonst geht das nicht. So, aber ich habe jetzt eine Tafel. Immerhin finde ich mich noch zurecht, auch in Notfällen. Okay? Also, jetzt, Sie können gerne den... nein, Sie sind jetzt mit mir auf der Tafel. Okay, schauen Sie mal. Folgendes. Dieser Text, dieser wundervolle Text, wie gesagt, ist eine Zusammenfassung, ein Resümee. Und ich will Ihnen jetzt zeigen, inwiefern das stimmt. Wir beginnen. Magen Avot.
Sehen Sie das? Sagen Sie mir nur ja. Sehen Sie das Maginavot? Ja, wir sehen. Oh, das ist gut. Sehen Sie, ich habe es Maginavot geschrieben. Die unter Ihnen, die ein Sidur haben, die können dort nachschauen, nach der Übersetzung sehen, auch sehen, wie das punktiert ist. Magen Avot. Jetzt haben wir es so. Die erste Bracha von jeder Tfilat Amida heißt, eigentlich ist das Subject, das Thema ist Avot. Avot sind die Väter. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Hier in zwei Worten zusammengefasst. Magen Avot. Denn auch das Ende von dieser ersten Bracha ist jeweils Baruch Atah Hashem Magen Abraham. Magen bedeutet Schild. Ja, Sie wissen ja, Sie kennen den Magen David. Das ist der Schild Davids. Der Davidstern. So soll das gewesen sein. Darüber kann man lange diskutieren. Machen wir jetzt nichts. Also Magen Avot ist also eine kurze Andeutung für die erste Bracha von der Tfilat Amida. Wunderbar. Würden wir vielleicht hier noch schreiben, 1. So. Und jetzt kommt die zweite. Ah, nein, falsch. Zuerst steht hier noch was. Magen Avot Bidvaro. Dieses Bidvaro, ja, das Wort Bidvaro ist natürlich ein zusammengesetztes Wort. Okay. Dvar. Dvar ist eine Sache oder auch eine Parole, eine Ansprache. Und O am Ende ist die dritte Person für das Possessivwort. Also mit seinem Wort, in seinem Wort. Mit anderen Worten, Gott ist der Schutz unserer Väter durch sein Wort. Okay? Wunderbar. Von hier geht es weiter zur zweiten Bracha. Also wie war das? Magen Avot Bidvaro Mechaye Mitim Bemamaro. Okay. Und hier haben wir Mechaye Mitim. Mechaye Mitim ist eine Andeutung an die zweite Bracha der Tfilat Amida. Die zweite Bracha spricht davon, dass Gott das, was scheinbar schon nicht mehr lebt, wieder zu einer Renaissance, zu einer Wiedergeburt bringen kann. Das Motto ist, die Toten wieder lebendig zu machen. Das kommt zum Ausdruck durch den Regen, der das scheinbar tote Feld wieder zum Leben zurückbringt. Deshalb wird der Regen erwähnt in dieser Bracha. Generell, Mechalkel Chaim heißt es dort, Gott ernährt, gibt Leben und so weiter und so weiter. Und hier wird hier erwähnt mit zwei Worten. Bema'amaro, das Wort Bema'amaro ist wiederum natürlich derselbe Aufbau wie Bidvaro. Es wird hier einfach ein bisschen variiert. Bidvaro und Bema'amaro ist eigentlich dasselbe. Könnte mir noch vielleicht folgenden Trick anwenden hier. Wir kommen gleich zur Übersetzung von Frau Graf. Sekunde. Ich möchte hier noch etwas anderes reinbringen. Das Wort Bema'amaro ist zusammengesetzt von der Wurzel Aleph Mem Reish. Das heißt zu Deutsch sagen. Also durch sein Sagen, mit seinem Sagen, in seinem Sagen. Wenn wir das Wort Aleph Mem Reish nehmen, die Wurzel Aleph Mem Reish und ein Mem vorne an, dann hebt sich das Wort Ma'amar. Ein Ma'amar ist also etwas, das gesagt wird, ja, und deshalb auf Ivrit, wenn man spricht von einem Ma'amar, heutzutage meint man einen Artikel in einer Zeitung zum Beispiel. Karati hayom Ma'amar me'anien. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Man kann ihn auch nennen Katava. Sehr interessant. Katava ist auch eine Art Reportage.
Ja, interessant übrigens. Weil eigentlich Ma'ama müsste Reportage sein, was habe ich geredet? Während bei der Katawa, es kommt vom Wort Kaf, Tafet, das ist eigentlich das Geschriebene. Sehr interessant. Aber wie mit dem auch sei. Was hier gesagt wird, ist die erste Bracha, zweite Bracha, kurz angedeutet. Und ich möchte gerne von Frau Graf hören, was bei ihr denn anders übersetzt ist. Bitte, schießen Sie los. Ich bin sehr neugierig, ich will immer lernen. Mit Ihnen zusammen, ja. Was denn? Frau Graf, ich höre Sie nicht. Ah, ich schaue jetzt bei der Übersetzung. Wieso höre ich Sie nicht übrigens? Hat das was zu sagen? Moment mal, ich komme mal zurück. Ja. Aha. Sprechen Sie rein, Frau Graf. Ich habe jetzt Ihr Mikrofon geöffnet. Okay. Dein Wort ist das Herr Schild. Du belebst die Toten durch deinen Ausbruch. Ah ja, ist doch wunderbar. Das ist genau, was ich gesagt habe. Schauen Sie, der Unterschied ist der, wenn ich übersetze, Entschuldigung, dann schaue ich mir einfach das Ivrit an und ich übersetze es auf Deutsch, so gut wie ich Ivrit spreche. Die Übersetzung, die Sie haben, wie Sie wissen, die wurde gemacht von einem Team, ein sehr tolles Team. Erstens mal war da dabei ein Rabbiner, der nicht mehr am Leben ist, Rabbiner Scheuer. Moment mal. Rav Yosef Scheuer. Er war Rabbiner in Israel und ist dann, ich glaube, aus gesundheitlichen Gründen nach Basel gekommen und war dort viele Jahre Religionslehrer. Ich hatte das Privileg, ihn noch kennenzulernen. Ein Mann, bei dem Weisheit und Bescheidenheit Hand in Hand gingen. Ein wirklich großer Lehrer. Dem zu verdanken ist, dass viele Junge, die gerade junge Leute hatten zu ihm, einen guten Kontakt. Und viele junge Leute sind auf den besten Weg gekommen im Judentum. Rav Yosef Scheuer hat also dieses Projekt in Angriff genommen, unter der Redaktion und laut dem Konzept von Eduard Selig, der bis heute den Morasha Verlag in Basel bzw. Zürich innehat. Bei der Textbearbeitung hat noch ein gewisser Dr. Albert Richter mitgeholfen. Dr. Albert Richter kenne ich auch. Entschuldigung, er war mein Kinderarzt in Zürich. Ein sehr besonders netter Mann, obwohl ich muss sagen, als ich damals zum ersten Mal als Kind die Pillen nicht schlucken konnte, da war mit mir ein bisschen hart. Aber dafür kann ich es bis heute, bis zum heutigen Tag. Aber er hat auch allgemein Bildung und er hat geholfen bei der Textbearbeitung. Und jetzt schauen Sie mal, wenn man eine deutsche Übersetzung macht, überhaupt eine Übersetzung, dann es muss sich auch gut anhören. Es muss sich gut anhören. Und nicht immer kann man dann wörtlich genau übersetzen. Hier ist alles wunderbar. Die Übersetzung ist super. Es wird hier nichts falsch gesagt. Bloß Entschuldigung. Wird halt dann oft, ich persönlich, wenn ich mit Ihnen lerne, berücksichtige solche Dinge nicht. Ich mache einfach, was gerade stimmt. Und jetzt wollte ich mich gerade noch interessieren für die Übersetzung von Eli Munk im Sidur, also in dem Buch Die Welt der Gebete, von dem haben Sie bestimmt schon gehört, ein zweibändiges Buch, Die Welt der Gebete, rate ich Ihnen an, also wenn Sie in diesem Kurs sind und das Buch Die Welt der Gebete noch nicht angeschaffen haben, dann ist es jetzt höchste Zeit. Das ist ja ein Buch, das man lesen muss. Ich habe es zu Bar Mitzwa bekommen, schon lange her. Damals hat es mich sehr gelangweilt, aber in den letzten Jahren finde ich in diesem Buch ein großes Interesse. Eli Munk war Rabbiner in Frankreich und in Deutschland und hat Französisch geschrieben und zum Teil auf Deutsch. Und es ist auch auf Ivrit übersetzt, Olam hat Filot. Und hier heißt es zum Beispiel, ich habe es einfach so zufällig aufgeschlagen, der Väter schilt mit seinem Worte.
der Totenbeleber durch seine Verheißung. Sehen Sie das? Also das ist schon ein bisschen näher zu meiner Übersetzung. Wie gesagt, ist oft eine Frage von, wie sich es eben auch anhört. Okay, aber ich danke Ihnen, Frau Graf, für Ihren Input. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ich freue mich heute Abend ganz besonders. Gerade, vielleicht machen wir das jedes Mal so, dass mein Bild nicht da ist. Ich sehe, wenn, ohne Bild sind Sie viel kommunikativer mit mir. Finde ich gut. Okay, jetzt machen wir weiter. So oder so, wie auch immer das jetzt auf Deutsch aussieht, etwas ist klar. Es ist durch Gottes Wort so, dass er der Väterschild ist. Es ist durch Gottes Verheißung oder durch Gottes Sagung so, dass er die Tote belebt. Und nun geht es einen Schritt weiter, wir überspringen die Klammern und es heißt nun Ha'el HaKadosh. Sh'en Kamo. Okay? Und das heißt auf Deutsch, Ha'el HaKadosh ist der heilige Gott. El, und darum habe ich es geschrieben mit einem Bindestrich, ich will es nicht ausschreiben. El ist eins von den Namen Gottes. Viele sagen, sprechen das auch sogar nicht aus, sondern sagen Kel, wie bei Elokeinu. Ja, also der Gott, HaKadosh, der heilige Gott, She'en Kamohu. Deutsch übersetzt, She, das, Ein Kamohu. Nobody like him. Okay? Es gibt keinen wie ihn. Ein Kamohu. Dieser Ausdruck, Ein Kamohu. Oh, das ist ja ein Ausdruck, den wir gut kennen hier in Israel, wird ja oft gebracht, wenn man jemanden wirklich rühmen möchte, sagt man, ah, Ein Kamohu, es gibt keine mehr wie er. Ich möchte nun dazu Folgendes Ihnen sagen. Wir haben hier Kmo, das ist ganz ein wichtiges Wort. Kmo heißt, das ist das Vergleichende wie. Kmo. Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz oft gebrauchtes Wort in der Umgangssprache. Kmo. Ja, wenn man sagen will, du siehst aus wie ein Eskimo, dann sagt Eskimo, ah lustig, das ist auch Kmo drin. Wenn Eskimo, atanira kmo Eskimo, kmo Eskimo. Okay, so kann man sich gut merken. Und dann gibt es natürlich zu Kmo, gibt es hier alle Neigungen. Also wenn ich sagen will, wie ich, dann sage ich Kamoni. Wenn Sie wollen, kann ich das schnell hier einschalten, obwohl es nicht direkt zum Thema gehört und ich sehe schon, wir kommen ein bisschen in Zeitdruck. Sie müssen mir heute ein bisschen Zusatzzeit geben, obwohl ich nicht unbedingt, also ich bin nur 3 Minuten zu spät gekommen heute, eigentlich gar nicht schlecht. Also machen wir hier eine kurze Einschaltung, wie man das Wort Kamo mit dem Person verbunden, wie man das neigt. Okay? Also, wenn ich sage, wie ich, dann heißt es Kamoni. Und wenn ich sagen will, wie du, dann heißt es Kamocha, beziehungsweise Kmotech, wenn es weiblich ist. Nur wollte ich das hier anders, ich wollte hier das machen. Okay, gut. Und wenn ich sagen will, wie er, dann ist es Kamohu. Und wenn es ist wie sie, dann Kamoha. Übrigens, ich komme zurück auf Kamocha. Kamocha ist auch ein Wort, das wir aus der Tfila kennen. Vielleicht klingt es bei Ihnen Mi Kamocha Elohim. Mi Kamocha Ba'ilim. Das ist ein Satz. Wer gibt es bei den quasi bei den Mächtigen wie dich, Gott? Ja, eben, eine rhetorische Frage. Zurückkommen zu der Neigung hier. Wie wir? Kamonu. Weiblich und männlich. Wie ihr?
Kemochem, beziehungsweise Ops, Kemochem. Und wenn wir von der dritten Person Mehrzahl sprechen, dann heißt es Kemotam. Wer ist, also, Kemotam, wie sie. Okay? Das war nur so nebenbei ein Ivrit-Intermezzo und wir kommen schon wieder zurück zu unserem Text. Nur damit klar ist, dass das eigentlich nebenbei war, tun wir das gleich in eine Klammer rein. Nicht, dass wir da so, ich habe da was Hübsches, Moment, machen wir das so. Hopp. So, jetzt haben wir es. Okay, gut. Das war wie gesagt nebenbei. Und jetzt geht es weiter im Text mit da unten, sorry. Habe ich dann immer ein technisches Problem, ich da wieder runterkomme. Ich hoffe, es gelingt mir jetzt relativ schnell. Manchmal habe ich Probleme mit dem. Okay, gleich haben wir es. So. Gut. Oh, jetzt ist es da. Wir machen weiter. Die vierte Bracha. Die vierte Bracha ist natürlich die zentrale, weil sie über den Schabbat spricht. Und hier haben wir etwas Wunderbares. Hameniach le'amo beyom Shabbat kocho. Gut, und jetzt übersetze ich so, wie ich das verstehe. Und Sie dürfen mich gerne verbessern. Ich will auf das erste Wort mal schauen. Hameniach. Meniach, da ist natürlich drin die Wurzel Nun, Vav, Chet. Der Infinitiv von diesem Wort lautet Lanuach. Lanuach heißt Ruhen. Lanuach. Ja, ich schreibe es mal hier in Klammern auf, so als Information. Lanuach heißt Ruhen. In der Form, in der sogenannten verursachenden Form, die wir auf Hebräisch nennen, Hif'il, wird aus dem Lanuach ein Lehaniach. Lehaniach heißt etwas ruhen lassen. Ja, okay, deshalb, wenn wir etwas hinlegen, auch einen Gegenstand, dann heißt es Lehaniach. Animeniach et a laptop ala shulchan. Also ich lege sozusagen, ich lasse ruhen den Laptop auf dem Schulkan, auf dem Tisch. Okay? Wunderbar. Man sagt auch, wenn man die Tfilin legt auf die Hand, dann heißt die Bracha, Baruch Atta Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kidushanu Bemitzvotav Tzivanu, Lehaniach Tfilin. Also die Tfilin ruhen zu lassen auf dem Arm. Okay. Auch wenn man will, dass jemand den anderen in Ruhe lässt, sagt man, Bevakasha, Leaniach, Mimenu, lass ihn in Ruhe, ja, in Ruhe lassen. Okay, aber auch der Schabbat, der ja Ruhe ist, unter anderem, Gott lässt uns ruhen. Okay, und deshalb heißt es hier im Text, Hameniach le'amo, der sein Volk ruhen lässt am Schabbat, dem heiligen Tag, an dem heiligen Schabbat. War ich nahe zur Übersetzung? Moment, der seinem Volk Ruhe verleiht, an dem ihm heiligen Schabbat. Wunderbar, war ich ja super, genau der Übersetzung treu. Ja, nur habe ich es Ihnen grammatikalisch weitergelegt. Jetzt habe ich ein Problem mit der Zeit und deshalb überspringe ich einen Teil von dem Text. Wir können gerne weitermachen, wenn alle einverstanden sind. Ja, wer ist dagegen? Über die Wer ist dagegen? Niemand? Gut, also, dann machen wir es vollkommen. Wenn Sie einverstanden sind, natürlich. Ich bin überglücklich über diese super motivierte Gruppe. Es tut mir wirklich nur sehr leid, dass nicht mehr alle dabei sind, die am Anfang dabei waren. Aber ich verstehe das wahnsinnig gut. Ich sage mir immer, wenn ich jetzt ein Teilnehmer wäre von einem Shiur, würde ich jede Woche dabei sein. Das ist unmöglich.
Ich habe jedes Mal Gründe, nicht dabei zu sein. Bloß weil ich den Schuh übermittle, muss ich ja wohl dabei sein. Heute bin ich ein bisschen verletzt, weil ich gestern mit meinen Schülern im Schnee vom Golan gespielt habe und ich habe mich zu jung gefühlt. Und nun habe ich vermutlich eine Muskelzerrung. Aber okay, das haben sie ja nicht gemerkt, aber da findet man immer Gründe auszufallen. Aber sie sind dabei, ich bin dabei und wir machen weiter. Okay, jetzt heißt es sofort Folgendes. Haminich le'amo b'yam Shabbat kodesho, kivam ratza le'aniach lahem, kivam ratza le'aniach lahem. Und das ist ein wunderbarer Satz, weil dieser Satz drückt aus, das ist ja nicht zu fassen, Kivam Ratza, ja, wenn wir das jetzt ein bisschen herausstreichen und sogar noch anmalen, dann Bam Ratza, wir haben über das Wort Ratza letztes Jahr schon viel gesprochen, Rezei und so weiter, auch dieses Jahr, mit dem Rezei haben wir die ganze Serie begonnen, dieses Mal, Ratza heißt, er wollte. Er wollte und zwar im Sinn von er ist wohlwollend gesinnt. Wem gegenüber ist er wohlwollend gesinnt? Bam. Ihnen. Es ist hier in der Form von Bam. Also in Ihnen. Ihnen gegenüber. Wohlwollend gesinnt. Deshalb ki laniach lahem. Gott ist quasi wohlwollend gesinnt, der Idee gegenüber, sein Volk ruhen zu lassen. Also mit Deutsch würde ich sagen, er gönnt es uns, dass wir am Schabbat ruhen. Er gönnt uns die Ruhe. Wie ist es hier übersetzt? Jetzt schaue ich mir das mal nach. Ihnen Ruhe zu geben. Nur wunderbar. Kurz und Moment mal. Sehen Sie das eben bei diesen Übersetzungen. Der seinem Volk Ruhe verleiht. Mit diesem Verleiht hat er schon auch gesagt, Moment, ich habe es übersprungen, an dem Heiligen Schabbat, denn er hatte an ihnen Wohlgefallen, ihnen Ruhe zu geben. Jetzt stimmt's. Okay, ganz genau, das Element des Wohlgefallens ist da. Genau das ist es, das ist eine wunderbare Idee. Gott sagt, meinem Volk will ich Ruhe geben. Nur inzwischen ist dieser Ruhetag ein Element, das in allen Religionen da ist. Um sich von der jüdischen Religion zu unterscheiden, haben die einen den Tag ein bisschen verschoben auf den ersten Tag der Woche, sogenannter Sonntag. Die anderen haben ihn ein bisschen vorgezogen auf den letzten Tag der Woche, Freitag. Ja gut, okay, das macht ja nichts. Das System ist dasselbe. Ich würde sagen, Shabbat Kodesho im Sinn von der Heiligkeit vom Shabbat, das ist eine andere Frage, ob das alle Völker wirklich und die anderen Religionen uns so richtig imitieren konnten und ob sie es fertiggebracht haben, wirklich so einen Tag zu schaffen wie unser Schabbat. Aber das ist ein großes Thema. So oder so, dieses Geschenk vom Schabbat ist ein Geschenk, das hervorgeht aus der Liebe, aus dem Wohlwollen Gottes seinem Volk gegenüber. Und nun, aufpassen, kommt der nächste Satz und der lautet, und das gehört schon zum Fünf, die fünfte Bracha, das ist die Andeutung an die fünfte Bracha. Venode, also wie heißt es? מגן אבות במרום החיים, מתים במאמרו האלה, קדוש אין כמוך. המניח לי המום יום שבת קודשו, כי בהם רצה להניח להם. אמן. לפניו נעבוד, לפניו נעבוד, ביראה ופחד, ופחד. אמן. תעשתיסט. לפניו נעבוד ביראה ופחד. אמרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, dienen wir in Ehrfurcht und sogar Angst. Ja, das ist die erste der drei letzten Brachot der Amida. Die beginnt mit Rezeh und hat zum Inhalt unseren Wunsch zurückzukehren zum Tempeldienst. Okay? Und dort natürlich
in dieser Atmosphäre von hautnah Gottesgegenwart. Natürlich hat man Gefühle von Yirah, von Ehrfurcht, von Pachat sogar, von Angst. Okay? Und so wollen wir es. Wir wollen wieder ganz, ganz hautnah zu Gott sein. Und dann kommt die sechste Bracha. Das heißt, es ist die zweitletzte in der Tfilat Amida, der zweite, der drittletzte, dieses Paket von drei Brachot am Ende. Venode lishmo bechol yom tamid me'en ha-brachot. Okay, also hier sagen wir Venode lishmo und wir danken seinem Namen. Das entspricht, wie gesagt, dieser Bracha in der Tfilat Amida, die beginnt mit Modim anachnu lach. Okay? Nodeh lishmo, wir danken seinem Namen. Bechol yom, jeden Tag, tamid, immer, me'ena brachot. Das heißt, im Sinne der Segenssprüche, das deutet auf etwas an, das wir dann behandeln können, wenn wir mal über das Modim sprechen. Und dann kommen wir eigentlich zur letzten Bracha der Tfilat Amida, Adon, habe ich was übersprungen wieder? Moment, natürlich, falsch, Moment, das war falsch, weil hier kommt noch etwas, nämlich Ela Odaot, Odaot, Gott des Dankes, das bezieht sich mal auf diese Bracha. Und dann kommt die letzte. Adon HaShalom, Adon HaShalom, Adon HaShalom, Herr des Friedens. Alles hört bei uns mit dem Frieden auf. Und eigentlich wäre hier das Ende der Bracha. Bloß wird hier noch hinzugefügt ein paar Worte, die zum Shabbat generell gehören. Nämlich Mekadesh HaShabbat Umbarech Shevi'i. Also ganz wichtig, der den Schabbat heiligt und das, den siebten Tag eben segnet. Und wiederum, zum wievielten Mal schon, Umeniach Bikdusha Leam Medushnei Oneg. Aufpassen, sehr interessant. Wir haben hier Menir Bitushua, wiederum, er lässt uns ruhen in Heiligkeit, das ist eben das Besondere am Heiligen Schabbat, nicht nur einfach ein Ruhetag in Heiligkeit, man macht hier schon einiges, dass der Tag wirklich heilig ist, man unterlässt Dinge, man tut Dinge, Kiddush und so weiter, Fila, Shira, Lied, und wem das am, wie schon oben genannt, das Volk wurde schon erwähnt, in der vierten Bracha, Menich Le'amo oder Bam Ratza. Aber hier nochmals, Le'am Medushne Oneg. Und Medushne Oneg, das Wort Deshen, ist eigentlich ein Dünger. Etwas, welches, etwas, das, das, das die Wirkung hat, etwas zu verfeinern. Ja? Dieses Volk ist verfeinert durch die Oneg. Die Oneg ist die besondere Freude vom Schabbat, das besondere Schabbatvergnügen. Wie wurde das hier übersetzt? Nimmt mich jetzt Wunder. Okay? Also, deinen heiligen Schabbat, der den Schabbat heiligt, den siebten Tag segnet, sein mit Wonne gesättigtes Volk in Heiligkeit ruhen lässt. Ach, wie schön. Mit Wonne gesättigtes Volk. Hat mir gut gefallen. Okay. Und nun zum Schluss heißt es, Secher Lema'ase Bereshit, Secher, Lemaase Bereshit, ganz, ganz wichtig. Im Andenken an was? An die Maase Bereshit, das passen Sie mal gut an. Bereshit kennen Sie doch. Bereshit ist das, so heißt es, Bereshit am Anfang. Das ist der Anfang der Tora. Ja? Und außerdem ist Bereshit das erste Buch der Tora. Ja? Okay, also Maase Bereshit ist die Schöpfung der Welt. Also das ist der Anfang der Tora. Und jetzt
ganz ein wichtiger Gedanke hier. Schabbat machen wir im Andenken der Schöpfung, wo Gott 6 Tage die Welt geschöpft hat, oder 6 Epochen, ist eigentlich egal. Und am 7. hat er geruht. Dieser Rhythmus, 6 und der 7. ist ein Rhythmus, der von Gott schon in der Weltschöpfung eingeführt wurde. Und wir, die die sehr interessante Pflicht haben, aufgefordert sind, Gott eigentlich in der Art zu dienen, indem wir ihn quasi imitieren, was ja völlig unmöglich ist, aber doch, wir imitieren ihn, indem wir genauso wie er auch diesen Rhythmus aufhalten. Das ist ein göttlicher Rhythmus, 6 und dann der 7. Deshalb machen wir den Schabbat gerade von Anfang an, wie du es erwähnt. Dieses Motto gehört besonders zum Abend, dieses Motto der Weltschöpfung. Deshalb wird auch im Kiddush erwähnt, die Schöpfung. Wir beginnen ja den Kiddush am Freitagabend mit dem Vayechulu Hashamayim, mit dem Zitat aus der Torah der Schöpfung der Welt, Anfang 2. Kapitel vom 1. Buch der Torah. Und damit haben wir eigentlich ziemlich alles gesagt. So, und jetzt Frage, hören Sie mich überhaupt noch? Wir hören und sehen Sie sogar. Nee, sehen Sie mich jetzt? Ja, ich sehe Sie. Oh, haben Sie gesehen, wie ich mich an der Nase... Das ist ja ein Wunder. Also, wenn Sie mich sehen, sehen mich alle. Sehe ich das richtig? Juhu, wir können Sie sehen. Also wirklich, das ist ja wirklich eine interessante Sache. Okay, also juhu, dann hat es sich doch gelohnt, dass ich mich schön gemacht habe. Gut, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Erstens mal, hat jemand noch irgendeine Frage oder Bemerkung oder irgendein gutes Wort, das Sie noch eingeben wollen, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Und sonst würden wir aber... oh, dieser schöne Wunsch, der jetzt gekommen ist. Sonst würde ich vorschlagen, Anna, wir haben ja noch ein Lied oder zwei. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie irgendwelche Fragen, Bemerkungen? Nee, Sie sind sprachlos. Gut, habe ich es geschafft. Okay, dann Anna, schlage ich vor. Ich danke Ihnen also sehr fürs Kommen heute Abend. Wissen Sie, wenn Sie kommen, dann muss auch ich mich produzieren. Und das ist für mich immer gut. Eins von den Liedern, die ich noch vorgeschlagen habe, zu diesem Text gehörend, hier ein bisschen ein rhythmusvolles Lied. Okay, let's go.
Ich habe jetzt festgestellt, dass alles, was ich Ihnen geschrieben habe, bei mir geblieben ist. Wenn Sie mich noch hören, dann... Wir hören Sie wunderbar. Und sehen. Also, das ist unglaublich. Ich will Ihnen noch einen schönen Bracha schreiben für Shabbat. Wer Lust hat, kann noch bleiben. Wir haben noch ein Lied. Was sagst du, Anna? Nur die Leute möchten gerne den Link. Kannst du ihnen auch den Link geben? Was ist das nächste Lied? Beim ersten Mail habe ich zwei Links geschickt. Das zweite Link ist auch sehr schön. Okay. Und das wäre dann genug. Ich sehe schon, wir sind schon am Sekunde, Grenze. Sekunde. Kein Problem. Inzwischen schicke ich meinen Segensbruch an alle. Und das kommt von ganzem Herzen. Und bald werden wir auch noch, ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Lied das war. Ah, das ist ein Lied, das eigentlich nicht direkt mit dem Text zu tun hat, sondern generell dazu, dass wir Gott erflehen, uns ein neues, reines Herz zu geben. Und das passt so wunderbar zu Shabbat und das Lied ist sehr schön. Also danach sagen wir, trennen wir uns dann. Bis zum nächsten Donnerstag, so Gott will.
Bra li Elohim. Zeho. Laila Tov. Tudah Rabah, Shabbat Shalom, Laila Tov. Danke an alle Teilnehmer. Einen wunderschönen, friedlichen, fantastischen, inspirierten Shabbat. Jetzt mit den Liedern von Rabbiner Bruckner. Wir freuen uns, die nächste Woche wieder zu sehen. Sprechen mit Gott am Donnerstag um 20 Uhr. Bis bald. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.